Willkommen zum Erklärbär-Video Nummer 11. Heute möchte ich euch mal den Flautenschieber von Lüttmatten vorstellen. Dazu werde ich nicht euch hier dieses Manual vorlesen, sondern will euch nur ein paar grundsätzliche Dinge erklären, damit ihr in der Lage seid, den Motor alleine zu starten und vielleicht auch wieder auszuschalten. Das erste ist zu wissen, wo ist überhaupt der Motor? Bei Lüttmatten ist es hier. Ich ziehe mal die Klappe runter. Befindet sich der Motor unter dem Niedergang. Also ich bin jetzt hier auf dem Boden des Salons und hier den Niedergang geht es hoch dann in Richtung Pflicht. Ja, bevor wir den Motor starten können, und das will ich nachher mit euch zusammen an der Steuersäule machen, es sind drei Dinge zu erledigen. Das erste ist den Hauptschalter anschalten, der also die Verbindung zur Starterbatterie herstellt. In dem Fall jetzt hier senkrecht nach unten. Das zweite ist, so wie wir das vielleicht manchmal noch die ältere Generation zumindest vom Trabi kennt, den Kraftstoffhahn öffnen. Der befindet sich bei Matten hier in der Heckkoje. Lasst euch das von eurem Skipper zeigen, wo sich der befindet. Und das dritte ist, dass ihr das Seeventil öffnet, denn Lüttmattens Motor wird mit Seewasser gekühlt. Das ist ganz wichtig. Wenn das vergessen wird, läuft der Motor relativ schnell heiß und es gibt ein lautes Piepsen und dann ist Feierabend. Ja, also die drei Sachen, Hauptschalter, Kraftstoffhahn und Seeventil. Das Seeventil hier hinten, hinter dem Motor, hat auch wieder so einen roten Hebel, den legt ihr um. Ich habe euch das ja schon bei anderen Seeventilen gezeigt. Den Hebel legt ihr so um in Fließrichtung der Leitung und dann sollte das funktionieren. Ja, dann lasst uns mal zur Steuersäule gehen und da erkläre ich euch dann altbewährt, kopflos, das Starten des Motors. Bis dann. So, wir befinden uns jetzt an der Steuersäule. Hier ist der Drehzahlmesser, die Kraftstoffanzeige und das ist das Bedienelement. Hier sorgt er erstmal mit einem Tipp. Seht ihr, das schlägt jetzt aus. So, jetzt gibt es ein Piepen und ihr könnt starten. Der hat also vorgeglüht. So, das nächste, was ihr machen solltet, ist zu gucken, ob da Kühlwasser rauskommt. Ansonsten habt ihr ein Problem mit dem Motor. Und da geht ihr natürlich zum Kühlwasser und ihr seht, es kommt ausreichend Kühlwasser. Alles okay. So, anders als beim Auto habt ihr eigentlich keine Kupplung oder sonst was, sondern ihr habt nur diesen Schalthebel. So, wenn der in dieser Stellung ist, ist er auf neutral. Und ihr könnt, hier ist seitlich meistens ein Knopf, könnt ihr den Motor entkoppeln. Also raufdrücken und dann fährt er hoch, der Motor. Dass die Drehzahl geht hoch. Die normale Marschdrehzahl liegt so bei 1,5 bis 2.000 Umdrehungen. Jetzt ist also Motor und Propeller Sail Drive entkoppelt. Ich gehe jetzt mal wieder auf neutral. Jetzt kuppelt er ein. Wenn ihr hin und her schaltet, bitte so nach vorne ist klar der Rückwärtsgang, der Vorwärtsgang, Entschuldigung. Und so gibt ihr dann langsam Gas. Wenn ihr wechseln müsst von vorwärts auf rückwärts, bitte immer einen Augenblick auf Neutralstellung halten und erst dann wieder auf rückwärts. Es gibt dann immer so einen Klick. Jetzt hört ihr, jetzt ist auf rückwärts. So.
also relativ simpel. Ich zeige euch nochmal diesen Knopf hier zum. Das ist der, den man drücken muss, wenn man also den Motor entkoppeln will vom Propeller, vom Sail Drive. So, jetzt gehen wir zurück. Wenn ihr den Motor ausschalten wollt, gibt es hier die Stopptaste. Die ein bisschen länger drücken. Und gleich gibt es nochmal einen Warnton. Den warten wir jetzt mal ab. Und dann drückt er einfach hier nochmal drauf. Und das war's. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen geholfen. Jetzt fängt es auch gleich an zu pieseln. Es ist also Zeit zum Schluss machen. Nur noch die Empfehlung, wer wirklich mehr vom Motor wissen will, dem sei ein Motorseminar in Düsseldorf empfohlen. Das habe ich selber belegt. Ich denke, das hat einigen Erkenntnis zu was gebracht. Ansonsten, wer ein eigenes Boot hat, dann macht es immer Sinn, wenn der Service an Bord ist, da mit über die Schulter zu gucken. Und da kann man nur lernen. Ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ahoi! So, wir sind jetzt an der Steuersäule und ich erkläre euch kurz mal die Instrumente. Das ist der Drehzahlmesser, das ist die Füllstandsanzeige und hier ist das Panel zum Anschalten. Und das machen wir mal. Das ist der An- und Ausschalter. Oder beziehungsweise erstmal, dass der Strom bekommt. So. Und dann gibt es einen Piepton gleich. Hoffe ich. Oder auch nicht.